Feuer, 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 heiliges Feuer. Feuer, 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 heiliges Feuer. Agni, Agni, Wesen des Feuers, Hüter des Lichts, du heilende Kraft. Agni, Agni, Wesen des Feuers, Hüter des Lichts, du heilende Kraft. Feuer, 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 heiliges Feuer. Feuer, 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 du heiliges Feuer. Ist total krass. Man kann es draußen sehen, da hinter dem Vorhang. Ich habe ihn noch nicht aufgemacht. Es ist Tag. Und es ist direkt der Tag nach dem Feuerlauf beim Dirk. Also, wo fange ich an? Ich will unbedingt gleich berichten, weil ich mich so gut fühle und ich so unendlich dankbar bin und überglücklich. Sicherlich ist es jetzt vielleicht wie so ein Push und es wird sich auch wieder verändern, aber ich will es jetzt gerade aufnehmen. Boah. Also, ihr kennt ja meine Diagnose und die habe ich ja seit Mitte Oktober und es hat sich schon echt total viel getan. Ich bin schon echt mehr in meine Kraft gekommen. Sonst hätte ich sowas wie gestern mit dem Feuerlauf auch nicht machen können. Aber trotzdem ist da noch gut Luft nach oben. Und ich hatte letztes Jahr irgendwie so Mitte Dezember mit dem Martin telefoniert und auch ja so ein bisschen erzählt und dann irgendwie, ja, hey, am 4. habe ich Geburtstag und wir wollen irgendwie Singkreis machen und überhaupt. Und der so, boah, nee, hat er keine Zeit, er geht zum Feuerlauf. Und dann war es bei ihm gleich so, ey, das könnte doch was für dich sein. Und ich so, krass, ich weiß nicht. Und oh, aber ich war voll, voll infiziert. Und dann habe ich die Nacht drüber geschlafen und am nächsten Tag war so, boah, habe mir das auf der Internetseite angeschaut beim Dirk. Und mich hat es mega gerufen. Und also einfach, ich weiß ja, dass, also für mich ist es in meiner Vorstellung einfach so, dass dadurch, dass ich das im Unterleib habe und Wurzel- und Sakralchakra, da sitzt ja eben so wahnsinnig viele, also so wahnsinnig kraftvolle Energie und gleichzeitig sitzen da aber auch ganz, ganz viele Blockaden, ganz viele Schmerzen und Verletzungen und Traumata und. Und da habe ich ja schon auf verschiedenen Wegen irgendwie energetisch und mit Bewusstseinsarbeit was gemacht. Und genau, aber habe immer gemerkt, ach, da ist ja immer noch was. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine lebenslange Aufgabe. Okay, ich würde es kurz machen. Ich habe auf jeden Fall sehr stark auch gemerkt, dass ich so in meine Schöpferkraft kommen will und dass ich einfach gewisse Ängste überwinden will und vor allem Blockaden, wo ich schon seit Jahren irgendwie so dran hänge. Ja, und dann steht genau das auf der Internetseite in der Beschreibung. Und dann war es erst recht so, wow. Und dann habe ich auch mit dem Dirk telefonieren können. Und er hat auch gesagt, hey, du läufst über Feuer, du kommst praktisch in Kontakt mit dem Element Feuer und es aktiviert halt auch einfach das Feuer in dir. Und dann geht es bei mir auch irgendwie ganz stark um die Erdung. Und ja, irgendwie war es ganz stimmig. Und gestern war es dann soweit und es war ein gesamtes Tagesseminar von morgens um 10 bis abends so um 9. Wir haben ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Wir waren eine riesige Gruppe. Wow, erst, also ich hatte da so mein Tun, weil ich eigentlich immer noch sehr stark auf Rückzug bin. Und wenn irgendwie im kleinen Kreis mit Vertrauten und so, dass ich mich immer wieder zurückziehen kann. Und irgendwie ging es gut gestern. Ja, wir haben halt ganz viele Übungen gemacht, wo wir uns vieles bewusst gemacht haben. Eingangsrunde erstmal haben uns vorgestellt mit Namen und gesagt, weshalb wir da sind. Und ich habe halt gesagt, hey, heute ist mein Geburtstag und ich habe
seit Oktober eine Diagnose von einer lebensbedrohlichen Krankheit. Und ich will einfach die Zeit hier und den Tag dazu nutzen, dass ich wie eine zweite Geburt habe und dass ich mich einfach ganz, ganz bewusst und klar für das Leben entscheide und auch für meine Schöpferkraft, dass ich die aktiviere. Genau, und oh, jetzt hört ihr wahrscheinlich die Glocken, ist ja auch cool. Jetzt ist es 9, glaube ich, in der Früh. Ja, und also Übungen waren halt so, dass ich mir zusammenschreibe, wie ich mir vorstelle, dass meine Zukunft jetzt aussieht, wie mein kommendes Jahr aussieht. Ganz, ganz konkret, und dass ich auch im Präsens schreibe, als wäre es schon so. Dann auch einfach immer wieder Partnerübungen, verschiedene, wo wir uns Sachen erzählt haben und zugehört haben. Zum Beispiel, wie wollen wir, dass die Welt aussieht? Was ist unser Beitrag dafür? Und später ging es dann auch ganz viel darum, hey, wo merken wir, dass wir uns aber selber immer wieder klein machen oder einschränken, begrenzen? Wo sind praktisch unsere Blockaden, unsere Glaubenssätze, unsere Ängste? Das haben wir auch auf einem separaten roten Zettel geschrieben. Den haben wir dann später genommen, um das große Feuer anzuzünden. Genau, da stelle ich dann auch Bilder hier noch mit rein. Ja, so richtig geil. Ich kann es absolut jedem empfehlen. Wirklich, wirklich, wirklich. Es ist für so vieles verwendbar im Leben. Eben einfach dieses, ey, ich mag wohin, aber ich merke auch, ich krieg's nicht hin. Ich komme da irgendwie noch nicht hin. Und wie schaffe ich das, da die Angst wahrzunehmen und trotzdem weiterzugehen oder die Blockaden wahrzunehmen und trotzdem irgendwie die Mauer zu durchbrechen? Und klar, das ist jetzt ein Seminar und das ist praktisch ein Tag, aber trotzdem ist es so intensiv und so besonders und so kraftvoll, dass sich das eben aufs Leben anwenden lässt. Und Dirk sagt halt, das speichert sich so krass in deinen Körperzellen ab, insbesondere dann das, wo man über diese 700 Grad heiße Feuerglut läuft. Das macht mit dir ganz viel und es macht auch ganz viel mit dem Unterbewusstsein. Oh, welche Übung ich übel geil fand, war, man lag in der Mitte und 4 Leute um einen rum. Man hat sich 4 Sätze ausgesucht. Also früher wurde einem ja oft als Kind irgendwas gesagt. Zum Beispiel, ich weiß noch, mir wurde öfter gesagt, ich soll nicht so laut sein und nicht so wild sein und ich bin eine Nervensäge und sowas. Und ja, das ist halt irgendwie so in uns drin und blockiert uns. Und dann ging es darum, dass wir eben jedem einzelnen dieser 4 Personen was Positives sagen. Und dann habe ich mir halt sagen lassen, dass ich geborgen bin, dass ich geliebt bin, dass ich alles schaffe. Und jeder hat es dann gesagt und die haben es immer durcheinander gesagt und um meinen ganzen Körper rundherum. Und das speichert sich halt auch krass in den Zellen irgendwie ab. Das war eine geile Übung, da hatten wir auch richtig Spaß. Jo, genau. Also, ich glaube, jetzt lasse ich mal gut sein. Ah ja, und ganz wichtig, weil, oh, das war ein bisschen krass, mein Papa hat mir einen Vogel gezeigt, als ich ihm das erzählt habe. Ich muss das jetzt hier rauslassen. Und das ist wieder sowas, so ein bisschen Vorurteile und nicht einfach mal erstmal offen dafür sein und wirken lassen und sich genau informieren. Er meinte halt, ja, da verbrennst du dir doch voll die Füße und wozu machst du das überhaupt? Und den Grund habe ich ja jetzt schon mehr oder weniger gesagt. Und wegen Füßen verbrennen. Mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Oh Gott, das ist lustig. Da. Also, ich bin bestimmt 6-mal über diese heiße Glut gegangen. Und wir bereiten uns ja so krass mental vor und sind dann auch am Trommeln und Singen und unterstützen uns gegenseitig. Ich habe nichts. Also, es ist eben, was wir mit unserem Geist alles erschaffen können und schaffen können. Also meine Füße sind ganz heil. Mir geht's super gut, richtig gut. Ich danke allen, ich danke vor allem den Dirk, dass er sowas macht und sowas möglich macht. Ich stelle auch die Seite hier online, also sehr zu empfehlen. Oh Gott, 10 Minuten geredet. Okay, hey, alles Liebe. Ciao.